braucht einen Hero, ich bin euer Hero, keine Angst, herzlich willkommen zu einem MW3-Commentary hier auf meinem Kanal. Es gibt MW3, ja, ihr seht richtig, MW3. Ich werde jetzt öfters MW3 bringen, und zwar gibt es heute tatsächlich MK14 Action hier am Start. Und ja, was soll ich sagen, Kill confirmed auf der Map C-Town, und schaut euch das an! Was ist das denn? Ey, MW3, ohne Spaß. Kannst mich mal. Was soll das? Was soll das, hä? Kannst du mir das mal erklären? Ich glaub's ja nicht, ey. So ein Scheißspiel. Nee, okay. Ja, was zum Setup. Ich spiele hier MK14, was übrigens momentan einer meiner Lieblingswaffen sogar ist. Man mag es kaum glauben, aber ich brauche ein bisschen Abwechslung hier am Start. Ich spiele hier holographisches Visier und Schnellfeueraufsatz, irgendwie so. Oder wie heißt das? Feuerrate? Also irgendwie sowas. Und als Secondary die Python, glaube ich, im Single-Modus. Und ja, was soll ich sagen? Supporter-Killstreaks sind am Start. Also Drohne, erweiterte Drohne, oder wie heißt die? Verbesserte Drohne? Ja, glaube ich, verbesserte Drohne und EMP. Und ja, warum spiele ich das? Ganz einfach, weil ich hier mit Abonnenten gespielt habe. Und ich mag es eigentlich eher, wenn ich schon in einem Team spiele, möchte ich gerne meine Teammates unterstützen. Und ja, was soll ich sagen? Ihr werdet dann sehen, ich hatte, glaube ich, 11-0 oder so und sterbt dann total auf kurioser Weise, aber ja, dazu auf jeden Fall gleich mehr. Ich muss ja mal aufpassen, dass mein Mikro nicht übersteuert. Ich habe immer Angst, wenn ich das aufnehme, das Ganze, und auf einmal stellt sich dann raus, dass mein Mikro übersteuert hat. Die ganze Zeit ist natürlich ungünstig. Aber was will man machen? Ich habe heute natürlich ein Thema dabei. Ich mache das Ganze wieder mal spontan. Also so richtig spontan wie früher, sage ich mal. Denn, ja, gefällt mir irgendwie, und ich hoffe natürlich, dass es auch gut ankommt, aber ich denke mal schon. Aber, Leute, bevor ich jetzt hier anfange, möchte ich erstmal, ja, euch um einen kleinen Gefallen bitten, sage ich mal. Und zwar möchte ich einfach, ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass ich nicht so wirklich, ja, bewertungsmäßig und so meiner Videos ist, geht jetzt nicht gerade so die Post ab. Und ich möchte einfach, dass ich ein bisschen mehr, schaut euch das an! Oh mein Gott. Ey, erst gefällt das Geschütz zu knifen, weißt du? Aber dann hole ich ihn noch im Sprung. Ach, herrlich. Okay, Montage Moments. Nee, Spaß. ja, auf jeden Fall. Ich möchte mir einfach ein bisschen wünschen, dass auf meinen Videos ein bisschen mehr Bewertungs-Action abgeht. Also ein bisschen mehr Likes am Start sind. Von mir aus auch Dislikes, wenn euch das Ganze nicht gefällt. Dann begründet es halt aber und sagt mir, was ich besser machen kann. Hier ist übrigens eine fette Host-Migration am Start, während ich meine verbesserte Drohne hier am Start habe. Also deswegen auch dieser Bug hier irgendwie gerade, ich weiß auch nicht so recht. Ja, jetzt renne ich halt hier mit diesem normalen Bug halt rum, ne, wie immer. Und ja, auf jeden Fall habe ich bin jetzt echt der Letzte, der irgendwie um Likes battelt oder so, aber ich will einfach, dass meine Videos ein bisschen mehr Likes bekommen und so weiter. Vielleicht auch ein paar Favos mehr und so. Es liegt natürlich an euch, ich bin natürlich da auf euch angewiesen, aber das motiviert mich halt, das Ganze, wenn ich halt viele Bewertungen bekomme und so, motiviert mich das einfach zum Weitermachen, und da wird das Ganze auch besser einfach und so weiter und so fort. Und ja, also ich peile jetzt keine genauen Likes an oder so, aber ich denke mal so 50, 60 Likes, hoffe ich doch, dass sie drin sind, würde ich mich natürlich freuen. Aber, ja, ich wollte jetzt auch nochmal ganz kurz sagen, so in nächster Zeit, was so abgeht auf meinem Kanal. Ich habe einiges mit euch vor, darunter viel mehr Commentaries auf jeden Fall. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, ich habe es im letzten Commentary schon gesagt, ich werde mich jetzt hinsetzen, werde viele Commentaries aufnehmen, darunter auch Live-Commentaries. Darunter wird auch nicht nur COD sein, das sei schon mal gesagt. Habe ich sonst was vergessen? Legendarius 2.0, also meine Montage, die ist fast fertig, die ist fast fertig, und ja, ich weiß nicht genau, wann die hochgeladen wird. Ich glaube mal, ach ja, übrigens, was ich noch gar nicht gesagt, das ist nicht das 200. Video, ja. Entweder ich lösche jetzt ein anderes Video, was irgendwie schon Copyright am Start hat oder so, oder ich nenne das Video einfach das 199.5 Video, ja, wenn man das so sagen kann. Denn das 200. Video habe ich auch was am Start, das wird auch ein bisschen besonders, wird jetzt nichts so Besonderes sein, dass es da irgendwie so abgeht, oh geil und so, aber es wird, denke ich mal, ganz interessant. Ich werde dazu aber noch nichts sagen, denn das soll ja auch ein bisschen Überraschung sein. Und ja, ansonsten, die Montage wird dann, jetzt denken wir, das 200. Video, heute ist Dienstag,
Ja, oder ist heute Dienstag? Ja, heute ist Dienstag. Ich denke mal, am Donnerstag wird das 200. Video dann hochgeladen, denke ich. Also ich muss es selber noch machen, von daher. Ja, und ich denke dann am Wochenende wird es tatsächlich meine Montage geben. Ja, ich muss mich noch ein bisschen ransetzen und ein bisschen dran arbeiten, aber dann ist sie endlich fertig. So. Ich denke mal, das war's für die Videos. Wie gesagt, es wird viel mehr kommen. Es wird auch ein bisschen abwechslungsreich wieder sein und so. Und ja, lasst euch auf jeden Fall überraschen. Da wird einiges auf euch zukommen, denke ich. Und ja, mein Thema heute, worüber also ich wusste genau, dass ich nicht so lange drüber quatschen kann. Deswegen habe ich jetzt noch gut 1,5 Minuten Zeit. Das dürfte eigentlich reichen. Und zwar, ich möchte heute mit euch ein bisschen über den MW3 Blackout am 20.04. reden, der in 10 Tagen ist. Und zwar, es geht ja darum, dass man einfach MW3 nicht anmacht, beziehungsweise MW3 nicht spielt an dem Tag. Und ja, meine Meinung dazu ist ganz einfach, also was soll das bringen? Das soll erstmal bringen, dass ein paar Sachen geändert werden. Ich habe da aber eine ganz klare Meinung dazu, wie auch zu vielen. Und zwar denke ich, dass es einfach nichts helfen wird, es wird null helfen. Und ich denke mal, das weiß auch der größte Teil, der da mitmacht, weiß, dass es nichts bringen wird, ja. Gerade mit dem Punkt Lag Compensation oder so, es wird da einfach nichts dran geändert, weil das Problem bei der ganzen Sache ist, dass einfach viel zu viel geändert werden müsste, um das Ganze gerade zu biegen, sage ich mal. Lag Compensation ist ja dass Spieler mit einer schlechten Internetleitung ja, bessere Chancen haben, sage ich mal, auf eine gute Connection. Und diejenigen, die sich, ich sag mal, eine gute Internetleitung gekauft haben, extra um gut zocken zu können und so weiter, die sind halt in dem Teil ein bisschen benachteiligt. Ich will jetzt auch gar nicht so genau eingehen. Was mich eher stört in MW3 ist das ganze Host-Scheiß-System und so weiter. Gerade, ich meine, ich bin ja PC-Spieler und das Problem ist halt, es gibt ja die Möglichkeit, oder die haben es ja schon mal gemacht, sie COD4 mit den Servern, aber sie machen es einfach nicht. Warum machen sie es nicht? Weil sie dumm sind. Ganz einfach, weil sie. Stattdessen machen sie beides rein. Was soll denn das? Einfach Server und gut ist, ja. Ich sag mal Counter-Strike. Gut, ich vergleiche immer viel mit Counter-Strike, das ist mein Problem eigentlich. Aber Counter-Strike ist halt das beste Ego-Shooter-Spiel, was es gibt. Und es wird auch nie ein besseres Spiel geben, es ist einfach so. Das Problem ist auch mit den Host-Systemen und die Hitboxen und so weiter, das stört mich eigentlich am meisten. Denn das Problem ist halt einfach, die Hitboxen sind viereckige Teile oder Rechtecke. Und die sind so um den Spieler und, also in dem Spieler und um den Spieler herum platziert, sage ich mal. Und die sind halt viereckig oder rechteckig, keine Ahnung. Und die hängen halt hinterher, weil der Host spielt sozusagen immer 0,5 bis 1 Sekunde in der Zukunft. Ich muss mich ja gerade ein bisschen beeilen, deswegen rede ich ein bisschen schneller. Ich hoffe, das stört nicht. Aber an sich sage ich einfach mal, die Lag-Kompensation, was laber ich? Der MW3 Blackout Day wird ja nichts oder wird nichts verändern. Klar, ihr wollt ein Zeichen setzen. Wenn ihr ein Zeichen setzen wollt, wie groß doch die Community ist, bla bla bla, dann sage ich euch, kauft einfach das nächste COD-Spiel nicht mehr und gut ist. Dann haben wir ein Zeichen gesetzt, dann haben die keinen Umsatz mehr, dann wissen die, okay, uns geht das echt am Arsch vorbei, was die da machen, und dann erst haben wir ein Zeichen gesetzt und nicht, wenn wir einen Tag nicht spielen, das geht die echt am Arsch vorbei. Aber nichtsdestotrotz, das Gameplay-Commentary ist vorbei. Wie gesagt, ich werde trotzdem mitmachen beim Blackout Day, denn ein Tag ohne MW3, mein Gott, versuchen kann man sehr, aber ändern wird das trotzdem nichts. Aber egal, schreibt mir eure Meinung, lasst fleißig Kommentare da und Bewertungen und haut rein. Bis zum nächsten Video, euer Brownie.